Herzlich willkommen bei D18 Foto, mein Name ist Dennis Aitin. Ich bin heute unterwegs mit einem neuen Ebay-Fund und zwar einer Polaroid 104 Automatik. Dieses graue Kästchen hat es in sich. Ich mache das mal auf, dann könnt ihr sehen, wovon ich spreche. Das ist die gute Kamera, um die es dabei geht. Um sie zu öffnen, einfach hier den Pfeil nach oben, dann kommt das Ding vorne raus, zack, bis es klickt und die Kamera ist bereit zum Schießen. Ich muss aber vorher erstmal einen Film einlegen. Das machen wir mal gemeinsam. Da könnt ihr sehen, was da reinkommt. Ich war gerade einkaufen im Sofortbildladen in Berlin. Das ist eigentlich eine wunderbare Quelle für alles, was man an Polaroid und Fuji-Film braucht zum Thema Sofortbildfotografie. Ich habe jetzt hier einmal den FP3000B, das ist ein Schwarz-Weiß-Film, der in die Kamera reinpasst. Oder die FP100C mit einer 100 ASA in Farbe, der ja 3000 ISO, von daher ist da richtig Schwung drin in dem Ding. Damit würde ich sagen, fangen wir an und gucken mal nach, wie das da irgendwie reinpasst. Pappkarton aufmachen, das ist doch ganz, ganz kompliziert. Ihr werdet sehen, daran scheitern so manche Menschen. Aber ich glaube, gemeinsam schaffen wir das. Alufolie aufreißen und den Film rausziehen. Das ist der Film. Das ist die Unterseite, kommt quasi so auf die Linse, damit das Bild von unten belichtet wird. Und das ist die Oberseite. Erstmal machen wir die Kamera auf. Hier unten ist der kleine Schalter zum Aufmachen, zum Entriegeln. Und da ist schon das Innenleben der Kamera zu sehen. Der Film selber wird so rum eingelegt. Ihr müsst aufpassen, dass diese Papierzettelchen hier alle ein bisschen ausgefächert sind und sich nicht verheddern. Der Film kommt hier rein. So, das war's schon. Einmal noch mal gucken, ob wirklich die Papierdinger alle locker sind. Das Schwarze ein klein bisschen anziehen, nicht zu viel, nur ein klein bisschen, damit es einmal sich bewegt. Zumachen, das war's schon. Jetzt als erstes ziehen wir die schwarze Schicht raus. Damit ist der Film fertig. Und wir könnten jetzt, ihr seht hier, Bild 1, es kann eigentlich losgehen. Das Fakt 1 ist, wir machen die Kamera auf, nämlich den Plastikdeckel ab. Hier unten gibt es eine kleine Lasche, wenn man dagegen drückt, kann man den Deckel ganz abnehmen. Das macht das Ganze ein bisschen beweglicher. Aufmachen, kleinen Hebel nach oben, zack, die beiden rausziehen. Wichtig ist, da wir jetzt einen Schwarz-Weiß-Film drin haben, hier auf das Schwarz-Weiß-Symbol zu schalten. Man kann es auch überschalten auf Farbe. Aber wir brauchen jetzt das Schwarz-Weiß-Ding. Der Film ist ein 300 ISO-Film. Das heißt, hier draußen bei dem hellen Licht müssen wir die Kamera ein bisschen dunkler einstellen. Das machen wir mit dem Ring hier vorne auf Darken. Schritt 1 ist, ich spanne den Hahn. Schritt 2 fokussieren und Schritt 3 hier oben auslösen. Das ist eigentlich erstmal alles, was man machen muss, um das Foto zu machen. Das war jetzt das Bild, ganz undramatisch. Der nächste Schritt ist, ich muss den Film aus der Kamera ziehen. Das mache ich folgendermaßen. An diesem kleinen Papierzettelchen mit der 1 ziehe ich einmal. Das ist bisher noch nichts. Jetzt kommt hier der kleine Film raus und das ist das Bild, was ich eigentlich brauche. Das ziehe ich jetzt raus. So, das ist es. Und jetzt muss ich 20 Sekunden warten bei den Temperaturen. So, ich würde sagen, die 20 Sekunden sind etwa durch. Jetzt kommt der nächste große Schritt, nämlich das Trennen des weißen Papiers vom schwarzen. Das geht hier auf der Rückseite. Ihr seht es hier. Das müssen wir jetzt vorsichtig auseinanderziehen. Oh, und ihr seht das erste Foto mit der neuen Kamera ist da. Und dann ist das Foto mit einem weißen Rand, den man anfassen kann. Fertig. Eigentlich, wie ich finde, cooles Bild. Erstes Foto der neuen Kamera, nicht schlecht. Also, mir gefällt's. Wer in Berlin unterwegs ist und Fotos macht, darf sich nicht scheuen, auch das eine oder andere Klischee mit einzusammeln. Und zwar dieses Coca-Cola-Schild da vorne. Ich fahre da jedes Mal dran vorbei und denke, eigentlich muss ich mal anhalten für ein Foto, aber das haben schon so viele gemacht.
Ach, was soll's, heute mache ich auch ein Foto von dem Ding und zwar mit der Polaroid. Das Coca-Cola-Foto. Enjoy Coca-Cola. Gucken wir uns das gemeinsam an. Ha! Positiv, negativ. Das Negativ sieht schon mal sehr cool aus, finde ich. Und das Positiv. Sehr schick. Man soll ja an keinem Springbrunnen vorbeigehen, wenn man ihn sieht und eine Kamera dabei hat. Also schnappen wir uns den mal. So, dann schauen wir nach, was draus geworden ist. So. Wie gesagt, 20 Sekunden warten. Und dann werden wir wissen, was passiert ist. Dieser ganze kleine Müll, der immer so dabei ist, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass man das immer schön wieder einsammelt. Wir sind ja umweltbewusst. Und was vor allem ganz, ganz zentral wichtig ist, ist, nehmt mal Taschentücher mit, weil die Chemie, die auf diesem Zwischenfilm, also quasi negativ und positiv ist, ist eine ziemlich ekelhafte Veranstaltung und riecht auch ganz eklig und bah. Von daher immer ganz gut den Finger wieder abwischen danach. So, machen wir einmal auf das Ding. Unser schöner Springbrunnen. Wir sehen, da ist er. Da ist unser Springbrunnen. Bisschen schief ist er geworden. Er kippt leicht zur Seite. Um euch mal zu zeigen, wie das technisch funktioniert bei der ganzen Veranstaltung. Hier in diesem kleinen Paket ist die Chemikalie drin. Und wenn man den Film aus der Kamera zieht, wird das Zeugs hier rausgedrückt, wandert zwischen die beiden Schichten, zwischen das Negativ und das Positiv. Und dann fängt die chemische Reaktion an, die das Bild entstehen lässt. Und deswegen kommt am anderen Ende hier unten immer so der Rest an von dem ganzen Zeugs. Und das ist eine ziemlich matschige Veranstaltung. Und gerade dafür sind die Taschentücher immer ganz gut. Da kann man das schön sauber abwischen da unten und das Ganze dann auch besser anfassen. Und es trocknet auch schneller, weil das Zeugs hat man sonst wirklich irgendwo in der Fototasche an den Fingern oder der Film verklebt mit dem das Bild, was man da vorgeschossen hat. Das ist ziemlich wahr. Ne? So. Aber schön sauber. Und dann muss man sagen, das Negativ nochmal, es hat auch was Gespenstisches, diese Negative. Es gibt ja Menschen, die werfen das weg. Also wir machen das nicht. Also ich jedenfalls nicht. Was ihr macht, weiß ich nicht. Aber ich behalte es. Sehen wir weiter. Ich dachte, ich gönne euch mal einen Blick durch den Sucher. Das ist das Bild, was sich einem bietet, wenn man da durchguckt. Die kleinen Punkte an den Ecken begrenzen das Bild und der Pfeil, den ihr links im Bild seht, der zeigt euch den Abstand an. Und wenn ihr die Fokussierung verändert und den Schieberegler seht, ihr, geht das Bild weiter in die Breite und der Pfeil bewegt sich. So, das war jetzt mein kleiner Ausflug durch Berlin. Bevor ich meinen Schlusssatz aufsage, den ihr schon alle kennt, zeige ich euch mal diese kleine Frankenstein-Lösung hier. Das Ding zum Leben zu erwecken, braucht nämlich ein bisschen Strom, weil die Batterien dafür sind nicht mehr zu haben. Es gibt zwar noch manchmal bei Amazon welche zu finden, die kosten dann 13 Dollar und brauchen 2 Wochen, bis sie bei uns sind. Vielleicht, wer weiß, die kommen aus Amerika und das fand ich mir einfach war zu blöd. Die ganze Kamera hat mich 16 Euro bei eBay gekostet, 13 Euro für eine Batterie, wäre jetzt ein bisschen blöd gewesen. Also, dieses kleine Plastikteil hier besteht eigentlich in Wirklichkeit aus 2 Teilen, nämlich einmal dieser kleinen Plastikbox, was die beiden Batterien aufnimmt, ganz normale Doppel-A-Batterien, wie ihr sie aus dem alten Walkman kennt. Hier vorne gibt es 2 Anschlüsse, das ist das gleiche Format wie bei den 9-Volt-Block-Batterien. Und das zweite Teil ist dieser kleine Plastikanschluss mit 2 Kabeln dran. Kann man verbinden, draufklicken. Und in dem Batteriefach selber gibt es die alten Kabel, da waren 2 Kontakte dran, die habe ich abgeknipst. Und mit den neuen Kabeln verbunden, rot auf weiß und schwarz auf schwarz. Und schon funktionierte das Ganze. Das ist eigentlich die ganze technische Herausforderung, die man meistern muss, wenn man so eine Kamera kauft. Film gibt es noch, habe ich euch erzählt. Batterien gibt es auch. Mit der kleinen Modifikation. Alles super. Ich habe gerade eben eine ganz nette Gruppe getroffen. Und zwar eine Fotogruppe hier aus Berlin, die unterwegs war mit ganz, ganz teuren Nikon-Kameras und Wettbewerb gewonnen. Meine kleine 60er Jahre Polaroid. Ich habe ihr ein kleines Foto geschenkt und die waren sowas von nett zu mir. Falls ihr irgendwann mal diesen Film seht, schöne Grüße und viel Spaß noch, wo immer ihr gelandet seid.
jetzt zum Abschluss noch einmal, bitte klickt auf den Abonnier-Button. Ihr findet mich bei Facebook unter D18Foto oder auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen, sagen ich und die Polaroid 104 Automatic Lent Kamera aus den 60er Jahren. Bis dann. Ciao.